Willkommen bei einem weiteren Tutorial-Video zu Primitive Plus. Heute geht es um eine angenehme Sache, nämlich dem Schlafen und der damit zusammenhängenden Schnellreise über die Schlafmöglichkeiten, die bei Ark ja gegeben ist. Bei Primitive gibt es neben den normalen Schlafmöglichkeiten auch ein paar spezielle. Ich werde die aber jetzt erstmal alle nacheinander gemütlich lernen. Zum einen haben wir den Lederschlafsack. Das ist der ganz normale Standard-Lederschlafsack. Hat auch keine andere Zusammensetzung oder irgendwelche anderen Fähigkeiten. Aber ich lerne ihn einmal. Dann gibt es das einfache Bett. Das ist auch das ganz normale Bett. Es sieht ein bisschen anders aus. Aber ansonsten selben Ressourcen, um es zu bauen. Alles wie gehabt. Dann gibt es normalerweise bei Ark noch die Möglichkeit, das Etagenbett zu bauen, beziehungsweise Bunkbett auf Englisch. Das gibt es bei Primitive nicht. Aber dafür bietet Primitive einige andere schöne Optionen. Da gibt es zum Beispiel die einfache Hängematte. Die kann man ab Level 22 lernen. Mache ich auch direkt mal. Dann gibt es eine Zeltversion, nämlich das Tipi. Und ebenfalls Zelt ist die Jurte. Huch, die man selbstverständlich so auf Englisch suchen sollte. Das lerne ich auch einmal. Ab Level 47 kann man dieses schicke Zelt lernen. So, und jetzt heißt es, das Ganze erstmal bauen. Mir fehlt Leder. Das ist natürlich schlecht. Aber ich sollte welches haben. Ja, sehr gut. Dann lernen, bauen wir einmal den Lederschlafsack, das einfache Bett, die einfache Hängematte und das Tipi. Für die Jurte brauchen wir Bienenwachs und vor allem auch mehr Primitive Plus Leder. Ich glaube, da ist inzwischen einiges fertig geworden. Reicht das denn? Ich überprüfe mal. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 75. Wirklich? Es sind zwei zu wenig. Na gut, holen wir uns erstmal das Bienenwachs. Dafür sollte ich mir vielleicht noch schnell Insektenschutzmittel drüber schmieren. Das ist, glaube ich, eine gute Sache. So. Denn sonst greifen einen die Bienen ja noch an. 24 habe ich inzwischen. Wir brauchen 25. Ey, immer diese ganz knappen Zahlen. Yes, zwei Stück sind drin. Hier wird immer fleißig Bienenwachs und Honig produziert. Aber diese Bienen kennt man ja auch aus dem normalen Ark. Wobei es mit Bienenwachs ein paar Bugs gibt. Denn zum Beispiel auf der PlayStation wird kein Bienenwachs produziert. Die PS4-Spieler haben da auf einigen nicht offiziellen Servern, also ganz normalen privaten Servern, Schwierigkeiten, Bienenwachs zu bekommen. Ist allerdings auch ein bekannter Bug. Ob oder wann er behoben wird, unbekannt. So, es darf jetzt aber hier nicht an diesen zwei Ledern scheitern. Ich könnte ja mal noch ein bisschen mehr Leder hier reinwerfen. Es ändert aber nichts, denn es dauert eine ganze Weile, bis hier Leder produziert wird. Ich fürchte nur, dass ich auch nirgends anders mehr Leder habe. Ich verteile das hier ja immer so gerne in allen Werkbänken. Und auch in allen Lagermöglichkeiten und generell überall. Ich bin ein wenig chaotisch in meiner Sortierung. So, im Alchemie... Nee, wäre ja komisch, weil mit Leder macht man ja nichts im Mörser oder so. Beziehungsweise in der Handmühle. Schade. Dann zeige ich euch schon mal die anderen Sachen und wir kommen später zur Jurte. Das ist sowieso eine von den Dingen, die ich erst ganz zum Schluss zeigen würde.
Vielleicht ist bis dahin genug Leder hergestellt worden. So. Der schöne Schlafsack. Wer kennt ihn nicht? Ich überlege gerade, wo ich die am besten alle hindrapiere. Ich packe sie mal hier hinten hin. So. Wir haben zum einen den Schlafsack. So sieht der aus. Dient zur Schnellreise, vorausgesetzt, man hat eben mehrere Schlafsäcke oder Betten, zu denen man hinreisen kann. Und natürlich brauchen wir hier eine Strohfoundation, beziehungsweise generell irgendeine Foundation. Ich baue nur immer am liebsten mit Stroh, weil wir jetzt natürlich kein Stroh haben. Der Unterschied zwischen Schlafsack und Bett ist im Prinzip der, dass man den Schlafsack nur einmal nutzen kann und das Bett eben mehrmals. Dann im normalen Ark, das Etagenbett hat den Vorteil, dass die Cooldown-Zeit reduziert wird vom normalen Bett. So. Aber wie gesagt, das haben wir hier bei Primitive nicht. Ich würde das schon gerne hier vernünftig drauf platzieren wollen. Wenn es denn ginge. So. Tada! Das ist das Bett. So, jetzt könnten wir theoretisch Schnellreise betreiben vom Schlafsack zum Bett. Dabei alle Items verlieren. Und der Schlafsack wäre dann eben auch weg, wenn man ihn als Ziel nutzt. Als Startpunkt verschwindet er nicht, aber wenn ich jetzt vom Bett aus zum Schlafsack reisen würde, dann wäre der Schlafsack weg. Beziehungsweise, das sind ja auch die Spawnpunkte, wenn man stirbt. Und das ist dann natürlich auch dementsprechend weg, der Schlafsack. Und das Bett braucht eben eine Weile, bis es wieder genutzt werden kann. So. Die Hängematte ist eine ganz witzige Sache. Ah, okay. Sie braucht ebenfalls ein Fundament. Mal diese Fundamentgeschichten hier. Ich würde das Ganze mal schön hier an die. Obwohl, man kann es auch einfach so platzieren. Das ist auch okay. Die Hängematte hat leider ein kleines Problem in der Darstellung. Zum einen klippt sie gerade unten einen nur. Ja, letztlich braucht sie nämlich eigentlich auch keine Foundation, sondern ein Ceiling. Aber das baue ich einfach mal ganz fix. So. Weil ich glaube, ein bisschen größer und höher darf das Ganze schon werden. Ich glaube, es geht auch schon direkt mit der Wand. Ja. Yep. Tada! Man kann sie dann hier direkt platzieren. So sieht das dann aus. Sprich, nicht hübsch. Finde ich jedenfalls. Denn leider, leider, leider schwebt sie. Egal, wie man sie platziert, ich habe es bisher noch nicht geschafft, dass sie irgendwie sinnvoll wirklich irgendwo anklipst. Außer natürlich, man entscheidet sich dafür, direkt oben drüber ein Dach zu platzieren. Dann funktioniert's. Ich persönlich fände es aber schöner, wenn man zum Beispiel rechts und links auch etwas platzieren könnte, ohne dass sie in der Luft schwebt. Funktioniert leider nicht. Sie hängt halt immer so ein bisschen frei rum. Ich finde es auch schade, dass man sie nicht irgendwo anders anklipsen könnte, so zwischen Bäumen oder so. Oder dass die Struktur selber direkt einen Baum optisch mitliefert. Könnte man ja machen. Wäre ja nur Textur. Geht aber leider nicht. Es sieht nun mal so aus und da finde ich persönlich es am schönsten, wenn man einfach eine Decke drüber zieht. Also so ein Dach. Und dann hat man hier die schöne Hängematte. So, die Hängematte hat eben auch die Schnellreisefunktion, dient auch als Spawnpunkt und hat einen Cooldown von 5 Minuten, wenn man sie benutzt. Also als Reiseziel oder eben als Spawnpunkt. Dann gibt es eben noch das Tipi. Da
stehe ich auch mal direkt daneben. Aber hier ist Wasser. Das ist natürlich doof. Das Tipi mag nämlich kein Wasser. Verständlich. Kann ich noch ein bisschen weiter ranschieben? So. Tada! So sieht das Indianerzelt aus. Sag ich jetzt mal. Sehr schick, finde ich. Man kann leider nicht rein. Also, man kann schon rein, aber ne, ihr seht schon, was dann passiert, wenn man reingeht. Ist halt eben nur Optik in der Hinsicht. Hat aber eben auch Schnellreisefunktion und dient ebenfalls als Spawnpunkt. Ist insofern ein ganz normales Bett, abgesehen davon, dass es halt nicht so aussieht. Und es bleibt auch da, ebenso wie die Hängematte. Nichts davon verschwindet nach Benutzung. Hat einen Cooldown von 5 Minuten, genauso wie die Hängematte. Und kann leider auch nicht aufgehoben werden. Die Hängematte ebenfalls nicht. Ebenso wie Bett und Schlafsack. Was aber aufgehoben werden kann, ist die Scorched Earth Variante. Die habe ich mir hier mal gespawnt. Einfach damit wir alle verschiedenen Zeltversionen mal nebeneinander haben. Einfach nur deshalb. Ich möchte den Lederschlafsack irgendwie... Ach, man kann ihn inzwischen doch aufheben. Verzeihung, ich revidiere die Aussage. Man merkt vielleicht, ich spiele sehr viel Primitive und weniger das normale Ark. Man kann den Lederschlafsack inzwischen aufheben. Das ist doch sehr, sehr gut. Ich hätte ihn jetzt nämlich auch gerne aufgehoben, um ihn umzuplatzieren. Ich lege ihn hier mal vors Bett. Und dann kommt das Zelt hier daneben. Das ist das Wüstenzelt von Scorched Earth und dient vor allem als Schutz, wenn ein Sandsturm kommt. Und ich bereue es ein wenig, dieses Insektenschutzmittel genommen zu haben, denn jetzt haben wir hier die ganze Zeit diese grünen Schleier im Sichtfeld. Aber naja. So, das kann man öffnen und auch wieder schließen. Anders eben als das Tipi, das nur Struktur ist. Und man kann eben rein und hat als Effekt erhöhte Isolierungswerte und zusätzlich dient das Tipi als Haus. Hat also alle Vorteile, die ein Haus hat. Aber es ist eben nur auf Scorched Earth möglich, erbaut zu werden. Und man sieht hier auch, man braucht zum Beispiel Seide. Gibt es auch nur auf Scorched Earth, beziehungsweise auf Maps, die eben die Wüstenelemente nutzen. Und eine Mischung zwischen Scorched Earth und Primitive ist immer mit Vorsicht zu genießen. Funktioniert auch nicht so ohne weiteres, weil eben viele Ressourcen und Engramme sich überlappen. Und beziehungsweise eben in beiden Varianten vorkommen. Und da kann es zu Problemen kommen. Ich schaue jetzt mal nach, was unser Leder sagt und hatte die Hoffnung, dass wir Leder hätten. Mir fehlt wirklich nur 2 Leder, das ist ja ärgerlich. Aber was soll ich machen? Ich glaube, für 2 Leder gibt es hier jetzt einen kleinen Cut. Bis gleich. Die Lederproduktion läuft wieder. Ich habe auch noch ein bisschen mehr Salz reingetan. Sicher ist sicher und vor allem werde ich jetzt hier einen Großteil des Leders verbrauchen. Das heißt, wir sollten auch mal für die Nachproduktion sorgen. Aber wir können jetzt die Jurte bauen, wenn ich mir noch Fasern aus dem Schrank hole. So. Jetzt steht dem Ganzen endlich nichts mehr im Weg. Und ich kann hier mein Schlaflager erweitern mit einer der Dinge, die überhaupt nicht zum Schlafen gedacht sind. Ähnlich wie das Zelt. Ich stelle sie aber trotzdem hier drüben hin und nicht da, wo das Zelt steht, nachdem hier der Baum gefällt wurde. So. Ach nö. Dann kommen halt beide Palmen weg. So. Soll ja auch daneben passen. Es ist ein bisschen schwierig, das Zelt vernünftig zu platzieren, da es eben eine sehr große Fläche ist. Und ihr seht schon, hier ist jetzt die Strandstruktur und die Jurtenstruktur so in einen Übergang. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm. Gerade wenn es am Strand ist, fällt es auch nicht so sehr auf, wie ich finde. Die Jurte ist recht groß, aber ihr habt es schon gesehen, man kann dafür eben auch problemlos reinlaufen.
Sie hat dann den gleichen Effekt wie ein Haus. Und was ich persönlich sehr geil finde, man kann sie eben zum Wandern nutzen, wenn man mal unterwegs ist auf der Map. Hier diverse Dinge platzieren, zum Beispiel einen Schlafsack oder einen Tisch, einen Mörser und Stößel oder ähnliches. Das Ganze dann wieder abreißen, leider, denn man kann sie eben nicht wieder aufheben, die Dinge, die man hier platziert hat. Außer es sind Sachen wie ein Fass oder einen Schlafsack. Dann geht das. Und da kann man das gesamte Ding einfach direkt wieder aufheben und woanders platzieren. So kann man schön Karawanen oder nomadenmäßig eben über die Map ziehen und hat immer schön ein mobiles Häuschen dabei. Es dient allerdings nicht als Spawnpunkt, also man sollte definitiv Schlafsäcke oder Hängematten oder ähnliches mitnehmen, damit man hier auch problemlos spawnen kann, wenn man mal stirbt unterwegs. Wobei Hängematten schwieriger sind, weil sie ja die Foundations benötigen jeweils. Also hier mit Ceiling und allem, damit es nicht ganz so doof aussieht. So, verglichen mit dem Scorched Earth Zelt ist die Jurte meiner Meinung nach praktischer, da sie eben größer ist und so mehr reinpasst. Aber sie hat eben nicht den Vorteil der erhöhten Isolierungswerte, außer den Bonus eines Hauses. Allerdings muss man eben bedenken, sowohl das Scorched Earth Zelt als auch die Jurte sind eben sehr spezielle Strukturen nur für Scorched Earth bzw. nur für Primitive Plus. Da ist Tipi und die Hängematte schon eine ganz gute Alternative für Lederschlafsack und Bett. Wobei man eben sagen muss, dass Tipi und Hängematte sich beide nichts nehmen von den Eigenschaften, nur von der Optik. Das sieht halt einfach anders aus. Ich selber bin tatsächlich meistens beim einfachen Bett geblieben, wenn es darum geht, das Haus innen auszustatten und es ein feststehendes Haus ist, das auch so bleibt und eben das Wohnhaus ist. Die Hängematte finde ich eigentlich ganz nett, wenn man sich irgendwo kleine Strandunterkünfte baut. Aber ansonsten nicht ganz so praktisch. Tipi nutze ich so gut wie gar nicht, ehrlich gesagt. Denn es nimmt einiges an Platz weg. Es sieht zwar ganz cool aus, aber man kann es eben auch nicht aufheben. Also es hat nicht so viele Vorteile, außer dass es meiner Meinung nach deutlich besser aussieht als die Hängematte. Wenn man bedenkt, dass die Hängematte eigentlich auch frei schweben könnte. Da hat man mit dem Tipi nicht solche Probleme. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Tipi eine gute Sache ist für jemanden, der sich selber zwar ein Lager und eine Werkstatt und sowas baut, aber kein Interesse hat, sich auch noch ein riesengroßes, fettes Eigenheim zu bauen, nur um dann da Bett oder Hängematte aufzuhängen. Und da ist dann das Tipi die Alternative. Also man kann das durchaus einfach als komplettes Schlaf, also ja, als kompletter Ersatz für die Wohnung sehen. Die anderen Dinge, die man dann ins Wohnhaus stellen kann, kann man ja dann in der Werkstatt oder ähnliches noch unterbringen. Insofern ist das Tipi eigentlich gar nicht so schlecht. Da es eben auch, abgesehen vom Lederschlafsack, das einzige dieser vier Schlafstrukturen ist, dass die keine Foundation braucht, die man überall platzieren kann. So gesehen. Ja, eigentlich ist das Tipi doch ganz cool. Persönlich liebe ich aber die Jurte. Die ist einfach richtig geil, wenn man auf einem großen Server unterwegs ist und da vielleicht einen herumfahrenden Händler hat oder ähnliches. Da ist sie wirklich praktisch, weil das hat dann gleich eine ganz andere Atmosphäre, wenn der dann seine Jurte aufbaut, dann entweder innen drin seine Stände hat oder eben außen so verteilt. Das sieht schon sehr cool aus und gibt eine geile Atmosphäre. So gesehen, ich liebe die Primitive Plus Schlafmöglichkeiten. Ich mag auch das Scorched Earth Zelt, auch wenn das zum Schlafen völlig ungeeignet ist. Aber einfach nur dieses mobile Platzieren, wieder aufheben, finde ich eigentlich ganz cool. Wobei ich finde, dass die Jurte das besser gemacht hat und der Isolierungswert ist eben auch zu vernachlässigen, meiner Meinung nach. Denn so schlimm ist es in der Wüste nun auch nicht, ob man jetzt außerhalb, also einfach so mitten in einem Sandsturm steht und eben nichts machen kann, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Oder ob man in dem Zelt rumsteht und theoretisch was machen kann, aber halt eben nicht, weil man in diesem Zelt rumsteht. Weiß ich nicht. Bringt meiner Meinung nach nicht so viel.
aber ist jetzt hier auch mal außen vor, denn ich habe es ja nur mal platziert, damit ihr alle Zeltversionen sehen könnt. Zumindest was die offiziellen Zeltvarianten angeht. Es gibt natürlich Mods mit diversen anderen Varianten. Und Lederschlafsack und Bett ist meiner Meinung nach recht, ja, langweilig. Besonders Schlafsack benutze ich eigentlich nie, obwohl es in der Kombination mit der Jurte echt eine gute Überlegung ist. Und wenn man so einen herumziehenden Händler auf dem Server hat, der nimmt sich bestimmt auch einen Schlafsack mit. Das Bett finde ich einfach praktisch und meiner Meinung nach auch die etwas attraktivere Variante zur Hängematte. Einfach, weil die Hängematte eben schwierig ist mit der Platzierung. Eigentlich fände ich es richtig geil. Ich würde richtig gerne hier in dieser Hängematte schlafen. Aber man kann halt nicht alles haben. Ich möchte halt nicht ganz so dicht hier an der Decke liegen. So, aber genug Gequatsche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt jetzt bei Primitive Plus beruhigt schlafen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!